und bremsen dann nicht mehr und überfliegen den komplett und bomben voll ins Flat. Entweder schlägt dann die Federung hier unten voll ein oder sie sind schon nose heavy und sie schlagen voll ein. Also hi liebe Leute, ich bin immer noch im Bikepark Winterberg und das Video wollte ich schon ganz lange machen. Ich habe auch schon mal mit den Betreibern vom Bikepark gesprochen, um denen mal ein bisschen Feedback zu geben als externer Fahrtechniktrainer. Und zwar geht es heute um eine der großen Gefahrstellen im Bikepark Winterberg. Ich habe die GoPro dabei, sorry wenn es ein bisschen Windgeräusche macht, aber ich habe einen kleinen Windschutz dran. Leider habe ich das externe Mikro, geht leider nicht. Da will man ein Update von der GoPro-App, was nicht funktioniert. Gut, aber erstmal jetzt hier zum Thema. Das hier ist der Slopestyle, hier ist die On-Off-Box. So, und dann kriegt man Speed. Man kann aber auch neben der On-Off-Box fahren, anfahren. Das wäre da vorne, hier Schwung nehmen. Und jetzt kommt man zu der Table-Line. Das heißt, hier links neben der Double-Line ist eine Table-Line, drei Tables. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass da ein extremes Sturzrisiko herrscht. Weil, wenn du von der On-Off-Box kommst oder wenn du nebenher fährst, du kriegst einen dermaßigen Speed hier vorne und bist dann ziemlich schnell für die Table-Line. So, der erste Table, den haben sie sogar mal verlängert vor, ich glaube vor 3 Jahren, 2018, der war noch kürzer. Trotzdem ist es immer so, dass Leute, die kommen von der On-Off-Box und bremsen dann nicht mehr und überfliegen den komplett und bomben voll ins Flat. Entweder schlägt dann die Federung hier unten voll ein oder sie sind schon nose heavy und sie schlagen voll ein. Also hier habe ich schon so viele Stürze und Verletzungen gesehen, einfach nur, weil die Leute nicht wissen, dass sie da bremsen müssen, wenn sie von der On-Off-Box kommen oder da den Run-In daneben fahren. So, dann wurde der verlängert, der erste Table, das heißt, den landen manche dann rein, kriegen in der Landung so viel Speed, dass sie dann den zweiten, ihr seht, die sind noch richtig steil geshaped, also eher so wie Dirt Jumps. So zumindest etwas steiler als andere Tables hier. Und sehr kurz, das heißt, da bomben die komplett ins Flat. Also hier habe ich schon so oft den Krankenwagen gesehen. Wir können ja mal gucken, da kommt jemand, ob er Bescheid weiß, dass er bremsen muss oder zu weit fliegt. Ja, das hat gepasst. 5% gehabt, weil der Bildschirm dunkel ist. Okay, also der wusste das, dass man ein bisschen wegdrücken muss. Gott sei Dank nichts passiert. Aber viele, die das nicht wissen, und ich hatte auch schon Leute, denen habe ich das gesagt, dass sie da bremsen müssen. Und trotzdem sind sie da viel zu schnell geworden. So, liebe Leute, der Wind hört nicht auf. Ich hoffe, ihr hört, könnt mich trotzdem verstehen. Und zwar jetzt einfach mal mein Tipp. Wenn ihr noch nicht die Table Line gesprungen seid, hier im Slopestyle, das ist eigentlich echt eine coole Stelle, um Dirt Jump zu üben, um Tables zu üben. Aber wie gesagt, man muss wissen, dass man in der Anfahrt leicht abbremsen muss, damit man nicht zu weit fliegt. Das gleiche gilt übrigens auch für den Boner Lock da vorne. Hier, da ist ein Boner Lock, den überspringen auch ganz viele bis ins Flat. Ja, das heißt, wenn ihr quasi nach langer Zeit wieder hier seid oder zum ersten Mal fahrt und ihr fahrt den Run-In hier für die Table Line, dann macht bitte so, dass ihr lieber erstmal zu langsam fahrt und dann kommt ihr vielleicht nicht ganz in die Landung, aber besser als den ersten direkt voll zu überfliegen. Und tastet euch da gut ran und wenn ihr dann von der Box kommt, wirklich nochmal hier so abbremsen. Ich würde ja, wenn ich dürfte oder könnte, hier ein Schild vormachen, wo dann nochmal Slow steht. Damit die Leute wissen, dass sie vor dem ersten Table nochmal einen Brake-Check machen müssen. Einmal nochmal kurz abbremsen. Ich habe gehört, in anderen Bikeparks, Leogang oder so, gibt es sowas auch. Dass sie dann, wenn so Stellen, wo die Leute wissen, da kommen die immer mit viel zu viel Tempo auf den ersten Absprung, dass sie dann einfach so ein Schild hinstellen, Slow oder Brake. Und ist ja ein Table, da die zu kurz können die Leute nicht fliegen, aber dass sie sich nicht da ins Nirvana bomben, weil sie einfach viel zu weit fliegen. Genau, also. Das ist jetzt mein Video zu der Thematik, warum kann man da nicht einfach ein Schild hinstellen, dass die Leute das wissen. Weil wer es nicht weiß, wird höchstwahrscheinlich hier zu weit fliegen. Das ist einfach so, Naturgesetz. Und leider passiert dann häufig auch was. Und ich habe schon einige Male hier den Krankenwagen gesehen. Selbst bei guten Fahrern, die das nicht wussten, dass sie sich halt völlig ins Flat gebombt haben. Weil sie nicht wussten, dass sie nochmal hier Brake checken müssen. Wie ist eure Erfahrung mit den Tables hier im Slopestyle?
Kennt ihr die überhaupt? Ich habe auch schon viele gesehen, die gar nicht kennen. Die ist eigentlich ziemlich cool zum Üben. Ja. Und seid ihr die schon mal gefahren? Mögt ihr die? Findet ihr den vom Flow gut? Ja. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen als Table-Übung. Und es gibt so ein bisschen Dirt-Jump-Feeling, weil man drei am Stück hat, ne? Und die On-Off-Box kann ich auch empfehlen. Oder dran vorbeifahren, den Run-In. Genau. Läuft der denn? Ja, läuft. Oh, der fliegt auch zu weit. Ah, gerade geschafft. Okay, jetzt windig. Ich mache mal die On-Off-Box und danach Brake-Check. Und ich fahre bewusst so, dass ich vielleicht gar nicht in die Landung komme von dem ersten. Aber ich will vermeiden, dass ich direkt viel zu weit fliege. Weil selbst wenn man das weiß, man muss es jedes Mal testen. Vor allem, wenn man monatelang nicht hier war. Ne? Mal kurz die Windböe abwarten. Ah, der kommt von vorne. Boah. So, jetzt nochmal bremsen und mal gucken, ja. Ja, das war's, genau. Vorher Brake-Check. Weil wenn man das nicht weiß, fliegt man da auf jeden Fall zu weit. Ein Kollege in dem blauen Trikot hat es eben auch gemerkt, er konnte es aber noch retten. Und ist nicht gestürzt in der Landung. Aber, wie gesagt, wäre doch ganz cool, wenn hier mal ein Schild wäre, dass man nochmal einen kleinen Brake-Check macht. Damit man nicht halt sich total einbombt. Weil sonst ist es eine super coole Line zum Üben. Ja, also kommt ruhig in den Übungsparcours. Ihr müsst auch die Boxen nicht fahren, ihr könnt dann vorbeifahren. Die Tables sind echt ganz cool zum Dirt Flow üben, zum Sprungtechnik, abziehen, wegdrücken, Tempo. Und manche springen dann auch schon den Step Up da im Whip-Off, den kleinen. Den mache ich zum Beispiel nicht, weil der mich aber nicht reizt, mir der für mich zu gefährlich ist, weil ich da gar keine Routine habe mit so Highspeed-Sprüngen. Also klar, in dem Woodpecker gibt es auch mal einen größeren Tail oder so, aber keine Ahnung, auf den habe ich keinen Bock, dann springe ich lieber die Drops hier. Okay. Also nochmal Brake-Check. Und dann kann man sich immer noch gut daran tasten, super. Also das war gerade der Kollege, der eben schon zu weit gesprungen ist. Jetzt wusste er es, hat nochmal gebremst und er tastet sich gut ran. So, jetzt einmal die Dirtline. Boah, ist ein bisschen Seitenwind. Mal gucken. Hat man das Gefühl, dass ein so ein bisschen. Oh. Ja, aber man kann sich gut rantasten. Also ich war immer ein bisschen zu kurz, aber es ist gut zum Rantasten. Schnell frei machen. Ja. Also wie gesagt, die Table Line, drei Tables, die kann man erstmal durchrollen. Kann erstmal drauf hopsen und dann kann man sie durchziehen. Super zum Üben, viele kennen es nicht. Nur vor dem ersten Table am Anfang einmal bremsen. So, die Jungs stylen hier schon ordentlich. Yo. Wir sehen uns im nächsten Video. Ihr könnt ja mal berichten, ob ihr in euren Bikeparks auch so Stellen habt, wo ihr immer denkt, könnte man das nicht ein bisschen sicherer machen. Vielleicht mit einem Warnschild oder so. Super, wir sehen uns im nächsten Video.